Grüß Gott und herzlich willkommen. Nee, das ist scheiße. So, jetzt. Ja, grüß Gott und herzlich willkommen zu einem schnellen Kochvideo. Heute ist er wieder voll drauf, der Herr Mosch. Und heute machen wir erstmal ein bisschen Rohkost, würde ich sagen. Erstmal gibt es einen leckeren Salat. Gesund, dass euch das Höschen wegfliegt. Heute gibt es nämlich diesen Kollegen hier. Na, kennt ihn jemand? Kleiner Hogwarts-Witz. Was reimt sich auf Diggory? Genau, Chicory. Und den werden wir heute zubereiten. Machen wir einen leckeren Salat draus. Ist ganz easy, schnell gemacht und total gesund. Und wie ich finde, auch sehr lecker. Das machen wir natürlich alles schön im Hartz-IV-Style. Das heißt, wir rühren uns keine Mayonnaise an, sondern nehmen die gute, die wir hier haben. Ich zeige dir mal. Also erstmal halbiere ich hier diese Lümmel. So, und dann kann man Folgendes tun. Man kann da so einen keilförmigen Strunk rausschneiden aus dem Chicory. Denn er hat halt die Eigenart, und deswegen mögen ihn viele nicht, dass er relativ bitter ist. Wobei mittlerweile die Dinger so gezüchtet sind, dass sie schon deutlich was eingebüßt haben. Aber dadurch, dass ihr diesen Strunk da unten wegschneiden könnt, habt ihr mal ein bisschen davon abgemildert. Ich habe die natürlich vorher schon mal gewaschen. Die holpern wir jetzt schon mal in die Schüssel rein. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Gemüse. Und das passiert halt oft, dass der Salat, der frische, der gerade angeboten wird, regional, dass der nicht so schön ist. Das kann schon mal vorkommen. Und dann zum Beispiel greife ich sehr gerne auf den Chicory zurück. Ist ein sehr klassisches Gemüse eigentlich. Also man kann auch den ganz schön überbacken zum Beispiel. Geht immer gut mit Schinken, geht gut mit Hack. Da verträgt er sich. Aber es gibt eben auch viele andere schöne Sachen, die mit dem gut harmonieren. Und ja, zeige ich euch, denn den größten Teil davon schmeißen wir nachher sowieso mit in unseren schönen Salat. Es gibt natürlich noch irgendwas dazu, muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe noch Lachsforellen oder sowas. Da würde ich eine kleine Filets dazu machen. Dann sind wir heute halt mal ein bisschen low carb unterwegs. Hier habe ich noch eine Selleriestange, Staudensellerie. Auch lecker und gesund und macht sich gut in so einem Salätchen. Hinein damit. So. Dann habe ich ja gesagt, sie wird gesund. Das heißt, wir nehmen hier einen alten Apfel. Den habe ich hier noch gefunden. Er wird auch gnadenlos gevierteilt. Dann hole ich dem die Grütze raus. Ich habe es ihm gesagt. Schälen tue ich die Dinger nicht. Da bin ich oldschool. Das meine ich. Nicht nur, weil ich zu faul dafür bin, sondern eben auch, weil ich denke, da stecken doch immer noch viele Nährstoffe drin. Wer mehr Angst vor den Giftstoffen als vor den Nährstoffen hat, der kann die Dinger ja schälen. Zack, 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 zack. Bäm. So. Kann man dann gleich schon mal ein bisschen unterheben, dann wird der nämlich auch nicht so braun, der gute Apfel. Ne? Wir wissen es, wenn da kein Zitronensaft dran ist und er an der Luft ist, wird er schnell mal braun, und ich finde, das ist ekelhaft und ich mag den dann auch nicht mehr essen. Dann, apropos ekelhaft, ich habe hier noch ein paar Weintrauben gerettet, die waren auch schon nicht mehr ganz so schön, aber so koche ich ja. Ich gucke ja immer, was muss weg. Und die haben geschrien, nimm mich, nimm mich. Also, von mir aus. Dann habe ich noch zwei Orangen. Und auch bei den Orangen verfahren wir so, dass wir die filetieren. Was macht man dazu? Man nimmt ihnen erstmal die Mütze ab. Man schneidet einmal oben, einmal unten einen Deckel weg.
Dann kann man sie auch schön hinstellen. Ich versuch mal. Soestens. So kann man es ein bisschen sehen. Ne? Und dann muss man sich der Krümmung der Orange beim Runterschneiden so ein bisschen anpassen. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, könnt ihr das ja erstmal ein bisschen langsamer machen. Und dann schneidet man bis zum Boden. Wenn da ein bisschen was dran bleibt, ist nicht schlimm. Geht nur darum, dass ihr jetzt quasi die Schale da abnehmt und auch das Weiße, was nachher dann doch zu bitter wäre. So, und dann schneiden wir einmal schön hier ringsrum. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe doch. Mit einem schönen scharfen Messerchen geht das immer wunderbar. So. Und so sieht die aus. Ich finde, ist mir ganz gut geglückt. So, und dann könnt ihr da schon sehen, wo man jetzt die Filets rausschneiden kann. Das ist nämlich von außen quasi eingezeichnet. Da schneiden wir jetzt nur nach. Und so sehen die dann aus. Die hauen wir auch mit rein. Die sind halt naturgemäß mal ein bisschen breiter und mal ein bisschen dünner. Das macht aber nichts. Hat man auch einen Überraschungseffekt. Muss ja nicht immer alles uniform sein, ne? So, zack. Und da haben wir noch eine. Warum auch nicht? So, und jetzt verfahren wir wieder genauso. Also erstmal Deckel oben ab. Deckel unten ab. Diesen da. Seitlich ansetzen, leicht halbrund rumgehen, damit wir auch alles von der Schale erwischen und nicht zu viel abkrutzen. Eigentlich echt simpel, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die lassen sich da irgendwie abschrecken und haben da Schiss vor und meinen, wenn sie das mal im Sternelokal auf dem Dessert vorfinden, das ist eine ganz hohe Handwerkskunst. Weiß ja nicht. Traut euch, einfach mal selber machen, das geht schon. Außerdem ist das auch eine völlig neue Art des Orangenessens. Ne? Normal weiß man ja immer gar nicht, wie man die essen soll. Und haut sie meistens einfach durch die Saftpresse. So machen wir das jedenfalls meistens in ja, 90% der Fälle, würde ich sagen. So, und eben diese 10%, die können wir doch da auch nutzen, oder? So. Was harmoniert nun noch ganz gut zum Chicorée und dem Obst, das wir jetzt reingepfeffert haben? Man könnte jetzt zum Beispiel statt dem Apfel auch eine Birne nehmen. Wer das gerne mag, passt auch. Man kann Thunfisch ganz gut kombinieren mit Chicorée. Funktioniert auch. Ich werde auf jeden Fall noch etwas Käse ranmachen, denn Käse... Alles raus, was keine Miete zahlt. Was ist denn mit dir schon wieder los? Reiß dich mal zusammen, du bist nicht dran jetzt. Komm, geh mal da schön vom Sch- geh mal da weg da. Gehst du aus meinem... Muss doch nicht sein. Also ich habe hier so ein schönes Premium-Heu-Juwel, feiner Heumilchkäse aus dem Salzburger Land. Sehr empfehlenswert. Ist also ein bisschen härterer Käse. Schön würzig. Ja, schneiden wir uns mal eine schöne Kante von ab. Und dann mache ich da kleine Würfelchen. Für die ganz faulen Leute, es gibt ja auch abgepackte Würfel schon zu kaufen. So wie es auch schon fertig geschlagenes Rührei gibt in Tüten. Wer das dann haben möchte, bitteschön.
Ich bin da ja mehr so für den Eigenanteil. So, also, da schneiden wir uns jetzt ein paar Stückchen zurecht. Nicht zu breit, aber schon so, dass man sie auch wahrnimmt. Schnauze! Was ist los? Gut. Was harmoniert wunderbar zu Käse und Chicorée? Ich würde sagen, Walnusskerne ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Habe ich den schon auf oder ist der noch zu? Tüte öffnen. Ah, ein praktischer Wiederverschlussstreifen. Der funktioniert doch nie, die Scheiße. Weil ich sehe schon jetzt schon, dass die Scheiße wieder nicht funktioniert. Du, alter Rotzi, auf Fotzdreck hier, Scheiße, Bissernecke, Arsch. Ja, ganz toll, toll. Tolle Wiederverschlussscheibe hier. Arsch, ganz viel lecker. Walnusskerne einschmeißen. So. Dann gucken wir mal. Ja, klappt toll. Ja, Wiederverschluss, ganz toll. Wunderbar. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Warum rede ich jetzt eigentlich Holländisch? Keine Ahnung. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? So. Alles klar. Dann machen wir uns doch mal ans Dressieren. Klatsch. Also, ich habe es ja schon verraten, es wird eine Mayonnaise-basierte Soße sein. Ich muss mal gucken, wie viel da überhaupt noch drin ist. Mal ein bisschen rausprühen. Ja, pass auf. Wenn da nicht mehr so viel drin ist, dreht den Deckel ab. Macht einen Schluck Wasser rein und schüttelt die Dinger aus. Dann brauchen wir auch nicht noch irgendwelche restbefüllten Behältnisse aufheben. Und wir brauchen da sowieso, der zieht ganz gut Soße. Da machen wir ein bisschen mehr rein. So, jetzt ist das Ding nämlich auch leer. Jetzt kann ich das wegschmeißen. Ich habe hier noch ein bisschen Frischkäse. Ich weiß, da, also koche ich ja immer ganz gerne mit, habe ich eigentlich immer irgendwas offen, ist für mich ein bisschen praktischer als Schmand oder so. Gut, Schmand ist schon sehr geil, gell, das findest du auch, ne? Johohoho. Und ich weiß, wer gleich die Frischkäsebox ausschlabbern darf. Oh. Willst du? Ja? Los! So, ein Spektakel. Wo war ich? Genau, also Frischkäse, den rühre ich da so ein bisschen rein. Dann müssen wir immer ein bisschen mit der Konsistenz spielen, dass das Zeug nachher, ja, schon noch ein bisschen dickflüssig, aber nicht zu dickflüssig ist. Da kommt natürlich wieder ein Schluck Gurkenwasser ran, zum Aromatisieren, aber auch wegen ja, der Konsistenz, die Konsistenz. So, dann habe ich hier noch ein bisschen, nee, muss ich erstmal gucken, Entschuldigung. Habe ich da noch eine offene? Hier. Darauf noch ein Schlückchen beruhigende Milch. Nee, hab ich nicht. Scheiße. So, Aprikosenkonfitüre. Zack, bumm, auf ist sie. Klempern wir auch mal noch zwei Teelöffelchen rein. Warum? Nun, weil ich es gerne habe, wenn das Ganze jetzt ein bisschen süßer wird und weil diese Soße an und für sich so ein bisschen in die Curry-Richtung gehen soll. Ich werde jetzt erst einmal das Sakrileg begehen, hier noch ein bisschen von der Rinderbrühe ranzumachen, damit wir eine gewisse Grundhöhe zu haben. Mhm.
Schüsschen Apfelessig. Etwa so. Dann bisschen Pfeffer. Bisschen Currypulver. Was haben wir denn noch so? Ich habe hier nur so ein bisschen Garam Masala. Sehr geil. Da kommt auch noch ein bisschen ran. Macht mal nichts verkehrt mit. Habe ich hier noch? Oh, noch mehr Garam Masala. Ich liebe Garam Masala. Habe ich das schon mal? Aber aus der Mühle ist ihn immer noch mal ein bisschen geiler. So, dann haben wir hier noch bunten Pfeffer. Gib ihm. Ich mag das gerne. Pfeffer ist gut. Diese gut. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ein paar Spritzer Magie. Salz. Und den mal schön durcheinander rühren. Was auch geht, ist das Ganze auf Basis von Obstsäften zu machen. Das geht ganz gut mit Apfelsaft und auch mit Orangensaft, wenn er ein bisschen milder ist. Was ihr auch machen könnt, ist jetzt, wenn ihr gescheiten Honig habt, dann nehmt ihr einfach noch einen Klecksen Honig. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen Süßstoff. Aber Honig kommt natürlich auch besonders schön zur Geltung. So, ein bisschen Säure noch. Piep. Ein bisschen Salz noch. Ja, beim Würzen immer nicht zu ängstlich sein. Ich glaube, der große Tipp großer Küchenmeister ist, immer ein bisschen mehr sich zu trauen, als man das normalerweise würde, so vom Gefühl her. Aber so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen dicklich von der Konsistenz her. Vielleicht mal gucken. Ja. Schweinegeil. Schweinegeil. Wunderbar. Macht das unbedingt mal nach. Ist echt lecker. Ist schnell gemacht. Und ist ein Knaller. Kann man auch gut seinen Kindern servieren, kann man gut auf einer Party mitbringen, kann man schön auch zum Grillen nehmen. Und gerade mit irgendeinem frischen Baguette oder Brot ist das einfach wahnsinnig lecker. Wenn euch das also nicht süß genug ist, ihr könnt mit Honig oder mit Dattelsirup oder sowas könnt ihr immer noch ein bisschen nachsetzen, wenn ihr keinen Zucker ranschmeißen wollt oder hier den Süßstoff, den ich immer nehme, das muss ja auch nicht sein. Also ich denke, natürliche Fruchtsüße, das ist immer eine gute Sache. Agavendicksaft zum Beispiel geht ja auch ganz gut. Ja, könnt ihr machen. Könnt ihr alles machen. Alles erlaubt. So viel eigentlich zum Chicorée-Salat. Ich werde den jetzt in den Kühlschrank stellen, dass er noch ein bisschen durchziehen kann. Ich mache ihn gleich noch mal ein bisschen durcheinander. Und ganz zum Schluss haue ich da noch irgendwas dran, was ein bisschen Knack hat. Ja. Röstzwiebeln kann man zum Beispiel auch noch dran machen. Habe ich auch vergessen. Das geht. Man kann auch noch ein bisschen ollen, profanen Ketchup ranschmeißen an die Soße.
auch. Nur wenn ihr jetzt noch irgendwelche Sachen rein macht außerhalb von den Nüssen, die knacken, dann macht sie nicht jetzt rein, weil wenn der Salat jetzt schön durchzieht, dann verliert das natürlich seinen Knack. Und ich mache nachher da gerne noch so ein paar Wasabi-Erdnüsschen oder so eine Sauerei dran. Ja, schön. Schönes Ding. Herrn Mosch, sein schweinegeiler, ursprünglicher Orgasmus-Chicorée-Salat. Der ist echt lecker. Mich am Arsch. Ah, wisst ihr, kennt ihr das? Eier gehen auch gut mit Chicorée. Hab ich gar nicht erwähnt. Mal meinen schönen Kühlschrank ein bisschen polieren. Ja, da bin ich pingelig. Soestens. Alles klar. Dann mal gucken, was er dazu gibt. Ich wünsche euch was.